Seit Anfang August sind sie wieder im Training. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart. Besser gesagt, ein Teil davon. Denn Spielerinnen wie Mikaela Mlenkova oder Neuzugang Femke Stoltenborg sind noch bei ihren Nationalteams. Erst kurz vor Saisonbeginn wird Neutrainer Giannis Athanasopoulos seinen Kader komplett haben. Für Sportdirektorin Kim Renkema ist das aber kein Problem. Ja, wir sind auch froh, dass wir Nationalspielerinnen haben, weil die haben natürlich auch eine bestimmte Qualität und von da aus sind sie auch fit über den Sommer und sind sie auch schnell wieder in die Mannschaft integriert. So, ich freue mich einfach, wenn sie da sind und wenn es losgeht. Neben den vielen Trainingseinheiten und Foto- bzw. PR-Terminen stehen in diesem Sommer auch viele Teambuilding-Maßnahmen im Vorbereitungsplan. Ja, auf jeden Fall. Das ist Giannis auch sehr wichtig. Wir machen jedes Wochenende Teambuilding, weil wie gesagt, der beste Mannschaft oder die beste individuelle Qualität ist nicht immer die beste Mannschaft. Für uns ist es wichtig, dass die Mädels sich gut verstehen zusammen und das wird man dann auch zurücksehen im Feld und da liegt die Fokus drauf diesen Sommer. 7 Abgängen stehen 7 Neuzugänge gegenüber. Ein Gerüst von 5 Spielerinnen konnte gehalten werden. Der Saisonetat wurde etwas heruntergefahren, was an der ehrgeizigen sportlichen Zielsetzung aber nichts ändert. Klar ist, als Vizemeister gehen wir schon wieder für die Top-Plätze. Ich glaube auch wirklich, dass wir gute Namen, gute Talente gekauft haben. Wir sind ein bisschen jünger geworden. Ich denke, es sind wieder viele gute Gegner in der Bundesliga. Deswegen ist es schwierig zu sagen, aber ich bin immer dabei zu sagen, unter die 4 Besten sollten wir gehören. In gut einem Monat geht es im Supercup gegen Meister Schwerin schon um den ersten Titel der Saison. Und auch da wird Allianz MTV hoffentlich Grund zur Freude haben.